Leute, das ist prima. Ich mache meinen Dienst am liebsten im Stadion. Erstens hast du ein gutes Gewerbe da und zweitens hast du gleich den Eintritt gespart. Jetzt sind wir da im Stadion. Jetzt muss ich mal zwei Fähnchen verteilen. Weil du hast ja schon ein Trikot, du kriegst ein Fähnchen, guck. Und du kannst auch ein Fähnchen brauchen. So, und ihr kommt gleich mal mit mir mit. So, und wir machen so lange eine Laola-Welle. Und hoi! Und ihr kommt mit, auf geht's, kommen. Jawohl, die Laola-Welle, komm. Und hoi! Jawohl, so ist gut. Können wir jetzt ins Stadion? Wo gehst du noch ins Stadion? Sturgut. Sturgut, und du? Deutschdorf. Da, du da Starhieber? Ja. Dunsdorf? Ja. Was für eine Liga? Weiß nicht. Gehst bloß wegen der Wurst noch wahrscheinlich. Genau. Jetzt komm, du hockst da her. Jetzt kommt gleich meine Weib, die kennt sich aber überhaupt nicht aus im Stadion. Darfst du aber nichts draus machen, ja nichts fragen. Ja. Wie heißt? Weiß nicht. Weiß nicht. Und du? Gerhard. Oh. Oh. Oh, das kann ich auch sagen, wenn der Dracula da hockt. Oh, Menschenskind, es hat so schöne Veranstaltungen gegeben, aber mein Mann. Ella, weil ich Dienst im Stadion und jetzt lass mich mal auf meinen Platz. Komm, sitz nochmal. Ist? Gerhard, das ist das Schöne bei uns im Stadion in Stuttgart, da ist immer so voll. Da muss dein Weib einmal in der Woche über die Treiber steigen. Da rutsche mal eins. Hui! Ja, in Dunsdorf hat es mehr Platz wahrscheinlich. Aufhock nach, Weib. Hui, sind die Stier kalt, gib mir mal dein Kieseli. Ja, da haben wir extra so ein Stadion-Kieseli dabei. Genau, weil sonst kriege ich es auf Blas. Aber das brauche ich selber, dein Arsch ist polstert genug. So. Guck mal, du kriegst ja ein Schädium. Das ist ja wohl das letzte. Gut, muss ich halt älter in die Beine drüber krabbeln. Ja, ist mir auch Wurst. Ja, das macht uns nichts, oder? Gar nichts. Eben. So. Oh. Jetzt geht's los, guck mal. Oh ja. Schwätzt du mir ja nicht die ganze Zeit? Nein, gell? Weil jetzt kommen wir zu. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's. Oh, ja. Sehr gut. Ja, jetzt gucken wir, jetzt geht's aber wirklich los. Jetzt bringen die Fußballspieler ihre Jungen mit auf den Spielplatz. Sportplatz. Das geht ja wohl gar nicht. Die kennen doch die Weiber. Ah, das ist ja wohl das Allerletzte. Das ist doch bloß wegen dem Eilauf. Eilauf? Ja, nach dem Eilauf gehen die Jungen wieder. Eilauf? Da habe ich aber heute keinen Magen mehr dafür. Sag, die kennen sich nicht aus. Da, die Hände, die Blonde, die kennen sich aus. Die ist jeden Samstag im Stadion und sonntags geht sie in die Kirche und betet für den Verein. Weil unsere hätte es letztes Jahr brauchen können. Ich gehe ja auch. Jeden Sonntag gehe ich in die Kirche mit Mama. Jeden Sonntag. Ja, die Sonntag kann heute noch nicht Vater unser beten, Gerhard. Die betet immer statt und führe mich nicht in Versuchung, betet immer und sucht mich nicht in der Unterführung. Die ganze Kirche lacht immer. Aber du. Was, Abri? Weil du besser kannst. Wie oft hab ich dir schon gesagt, das heißt am Himmel sei Dank und nicht am Himmel sei Ding. Ja, ich mach dir ja bloß nach. Freilich. Mensch, ein Skinny, mich hätte ja so interessiert, die Blonde hat heute in der Bein. Ja. Ob das wohl der Freund oder der Mann ist? Ja, das siehst du doch. Das ist der Freund. Wenn es der Mann wäre, da würde der Blick anders, da kenne ich mich aus. Und Gerhard, bist du auch verheiratet? Au, ja. Und glücklich? Au. Ja, na kommt's noch. Na kommt's noch. Also, mein Alois und ich, wir haben dieses Jahr noch eine Silberhochzeit. Ja, da will ich extra eine Sau schlachten, Gerhard. Du bist ja doof, oder? Was können da die armen Sau dafür? Das ist doch wegen dem Essen und nicht als Opfer. Apropos Opfer, das täte mich auch mal interessieren, was du in Blonde mir sonntags als Opfer in die Kollekte reinschmeißt. Das will ich gar nicht wissen. Weil die tut immer mehr rein wie mir. Wie meinst du das? Ja, weil das, was ich rein tue, das tust ja du immer wieder raus. Hast du das gesehen? Ich krieg alles mit, was in der Kirche passiert. Nicht alles. Wie, nicht alles? Wieso, was ist mir raus? Was ist für letztes Mal? Erzähl. Ich tue ja immer mehr raus. Wie, du tust mehr raus? Ha, so, dass wir übers Jahr gesehen, das wieder hinhin, was uns das Finanzamt den Kirchensteuer abzieht. Ha! Mein Weib ist kalt um, ha? So, eine muss haben.
Soll ich noch was sagen? Das Finanzamt, das habe ich gefressen. Boah, dem sei frei zu Gustäfle. Ja. Ich der dir neulich für 14 Tage Pudelfasernäckig durch die Fläche gesaut. Ja, barfuß bis ins Knick. Da vorne ein Glimmerli, hinten ein Pfropfen. Dann ich gesagt, Gustäfle, wie saust du im Fleck umeinander? Mit dir ist mir blamiert. Dann sag ich dir, was will ich machen, Elsbeth? Komm direkt weg vom Finanzamt. Haben mich ausgezogen bis auf die Haut und das Gas und das Wasser in zum Auto abgestellt. Was willst du machen? Oh, jetzt ist Platzwahl. Platzwahl? Das ist ideal, noch 17 Tonnen. Ja, das ist ja Pflicht, ja. Das ist super. Ei, wenn's rei. Siehst du auch so gut aus? Ja. Ja. Ich geh halt so, ist ein paar Sonnenstrahlen im Frühling und schon ist Gredewanderung. Oh, dahinter hockt Irmi. Was für eine Irmi? Mit der gehe ich immer in die Sauna. Und dann kennst du die Einzogen wieder. Hey, der Kopf ist der gleiche. Gehst du auch gerne in die Sauna? Ab und zu schon. Ab und zu? Ja. Ja? Ich nicht. Ich kann schon beim Schaffen nicht leiden, wenn ich schwitzen muss. Aber letztens bin ich halt auch mal gegangen, wegen dem Entschlacken. Und dann war ich schon gar nicht in so einer Sauna. Die kommen immer mit so große Sporttaschen, die Leute, rein, weißt du? Und egal, was die da drin hängen, weil du musst ja da negativ sein. Da komme ich da rein und sage, ausziehen, da ziehe ich mich aus. Bin ich gleich in die erste Sauna rein, reiß die Tür auf, Gerhard. Kommt da eine Hitze raus? Mir hat es gleich mal 2 Meter zurückgehauen. Und dann war es da neblig drin, da hast du gar nichts gesehen. Dann erst einmal 2 Minuten die Tür offen gelassen, dass da ein bisschen nicht reinkommt. Das ist typisch. Du, dann hast du mal gesehen, das ist der ganze Sauna, die ganze Sauna ist vollgeguckt, lauter Weibsleid. Ein Schindel neben dem anderen. Und ich bin da gestanden, ohne nichts. Die werden gelacht haben. Du, da hat keiner gelacht. Hä? Die werden gesagt, mit dem bisschen können sie ruhig reinkommen. Ja, von wegen. Du, die sind verschrocken, die sind ganz krämpfig, haben sie die Arme vorne nicht. Vier sind übereinander geschlagen und die Eier hat mir gleich entgegengeschrien. Heute ist Frauentag, Männer geradeaus und auch rechts nomm. Sag mal. Nein, aber guck, dass die Tür wieder zugeht, dass der Nebel wieder kommt. Also, neu. Meine. Der muss ein Bruder haben, einer Leute, kein gar nicht so blöd sein. Wir haben 2 Brüder. Ja, guck. Und auf dem Spielplatz passiert gar nichts. Immer noch sind die beim Vorspiel. Ja, da brauchst doch du dich jetzt nicht aufregen. Wenn beim Vorspiel nichts läuft, das kennst du doch. Meine Weib, die ist so unromantisch. Die ist so unromantisch. Ja? Ich habe jetzt in einer Fachzeitschrift gelesen, man soll die Frauen beim Vorspiel mit einer Feder kitzeln. Ja? Warum? Hast du schon mal ausprobiert? Nein. Ja, du hast eh Probleme mit den Frauen wahrscheinlich. Ne? Aber in einer Fachzeitschrift ist es gestanden, man soll sie mit einer Feder kitzeln. In einer Fachzeitschrift? Ja. In was für einer Fachzeitschrift? In der Bravo. Ja, prima. Man soll sie mit einer Feder kitzeln, das sei erotisch. Du mich mit einer Feder kitzeln. Ja. Erotisch. Ja. Ja, prima. So wie ich dich kenne, ist das eher pervers. So pervers. Aber weil du wahrscheinlich an dieser Feder hinten drehen lassen tät. Ah, komm. Hör mal auf. Hab's vergessen. Wieso? Wieso? Tut man die hinten weg? Ja, die tut man weg. Oder das macht man gar nicht. Weißt du was, ich gehe jetzt. Das probieren wir aus. Ich gehe jetzt. Da passiert ja nichts auf dem Spielplatz. Ja, dann singen wir noch Abschlusslied. Singen wir noch Abschlusslied. Also, gebt mir ein A. A. Gebt mir ein D. D. Gebt mir ein E. E. A, D. A, D. Danke fürs Mitspielen. Jetzt nicht mal wieder. Unsere Gescheitlis in der Mercedes-Benz-Arena. Kommt mal ganz schnell zu mir. Was gibt es Besseres in einem Fußballstadion als eine wunderschöne rote Wurst? Jawohl, sehr gut. An der Gegengerade. Und dann habe ich gedacht, Markus, ja. Für mich endlich einmal den lang ersehnten Vollkornsprudel. Mega. Prost! Ich krieg auch einen Schluck, dann kriegst du es weg.
Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler vom Backnanger Karnevalclub. Dankeschön. Auf euch beide ein dreifach kräftiges Rotkreuz. Hello! Scheidlers, hello! Backener, hello! Dankeschön und kommen gut heim in Zentrale. Ja.